Ja, und damit hallo und herzlich willkommen aus dem tiefsten Dunkeln von The Devil in Me. Was ist denn das Ding hier? Achso, das ist meine. Was soll denn das sein? Das sieht aus wie ein Spiegel. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall haben wir damit Licht. Das ist schon mal gut. Von da sind wir gekommen. Da würde ich aber gerne nochmal kurz zurückgehen und nochmal kurz gucken, ob da irgendwas ist. Ja, in der letzten Folge haben wir ja gehört, wie unser Serienmörder drauf ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja ein Buch, beziehungsweise eigentlich zwei Bücher, über die größten Serienmörder von Amerika war es, glaube ich. Und die haben das sehr, sehr gut getroffen mit dem, was sie da so erzählt haben. Also das finde ich schon klasse, wie wie detailgetreu das im Endeffekt gemacht wurde. Also da merkt man schon, dass die, das ist abgeschlossen, dass die sich da wirklich Gedanken drum gemacht haben. So, ich will jetzt hier nichts Blinkendes verpassen, wenn ich ehrlich bin. Da geht's nochmal komplett rein. Hier geht's nicht mehr rein. Ich denke mal, hier ist alles abgeschlossen, ja. Die hier auch. Da blinkt was. Selbsthilfebücher sind doch für was gut. Ja, die Frage ist, wollen wir uns da jetzt durchquetschen? Ach so, ich wollte erst die Tür noch probieren. Streng genommen, wir dürfen uns ja da durchquetschen, aber die andere darf sich nicht da durchquetschen. Geh dem Wein auf den Grund. Ich wollte gerade noch sagen, welchem Wein. Aber ich höre gerade tatsächlich keinen Wein. Schön schrabbelndes Geräusch. Das ist wahrscheinlich dann. Kann man hier auch? Da kann ich öffnen. Hallo? Hörst du mich? Das wird dann nur eine Puppe, nehme ich mal an. Frage ist, kommen wir da rein, wenn wir jetzt hier durchgehen? Durchsuche die Zimmer. Ja, das hatte ich ehrlich gesagt vor. Das ist ein Spiegel. Oh Gott. Falls du mich verpasst hast, Michelle. Vormittags schreiben 8 Uhr. Habe darum gebeten, die Bibliothek oder Musiklounge benutzen zu dürfen. Also bin ich wohl dort. Mittagessen, Familienzeit, 14 Uhr. Können wir im Garten essen? Abends schreiben, 17 Uhr. Die Bar sieht wie ein guter Ort zum Schreiben aus. Abendessen, 21 Uhr. Ich kann da was schreiben? Oder was? Ach so, ich kann. Kate kann ihren Stift nutzen, um herauszufinden, was auf dem aufgerissenen Papier stand. Ah. Ha! Spare Room Code 1999. Das muss ich ganz dringend aufschreiben. Moment, wo ist jetzt mein Zettel hier? 1999. Spare Room, was ist nochmal das Spare Room? Ich schreibe es mal einfach so darüber. So, ich kenne mein Gedächtnis, deswegen, ne, besser aufschreiben. Habe ich es diesmal auch richtig aufgeschrieben, ja. Code für das Extrazimmer. Ach so, das Extrazimmer. Dann ist das ein Extrazimmer, wo sie drin ist, oder wie? Muss man mal schauen. Da ist auch noch was. Manny Sherman, die Bestie von Arkansas. Die Bestie von Arkansas, Arkansas heißt das, glaube ich. Das kenne ich doch. Joseph Morello. Das war nicht Dumet auf der Fähre. Nee, das habe ich schon die ganze Zeit gesagt, denn mir wollte ja keiner glauben. Aber ehrlich gesagt war ich erleichtert, als ich ging. Sie waren nette Leute, die Stewards. Wirklich nett.
Beide sind jetzt in ihren 70ern. Der Vater immer noch stark wie ein Ochse, weil er beim Militär war, bevor er in die Stadt zog, um sich niederzulassen und eine Familie zu gründen. Die Mutter wurde langsam etwas gebrechlich. Man sah ihr an, dass sie am härtesten getroffen hatte. Mrs. Stewart hatte mir Kaffee gebracht. Sie erledigte alles mechanisch und ihre Augen wirkten wie tot. 26 Jahre später lebten sie immer noch in diesem Kokon der Abgestumpftheit, den so ein Unglück mit sich bringen kann. Wir haben viel geredet. Es fiel ihnen leicht, über irgendetwas zu reden. Die Nacht, in der es passiert war. Die grausamen Details. Was sie über ihn dachten. Für sie war es einfach Fakt. Ihre Tochter war einem Serienmörder zum Opfer gefallen. Und das war ihre Welt. Das klingt wirklich gemein. Vielleicht netter formulieren? Mir gefällt der Satz mit dem Kokon nicht. Gibt es eine passendere Metapher? Alles. Es war ein Schock, als sie anboten, mir Marys Zimmer zu zeigen. Ich zögerte, bedankte mich aber und stimmte zu. Es würde dabei helfen, mir ein Bild von Mary zu machen. Ich folgte Mrs. Stewart. Ich spürte, dass der Mord seinen Tribut gefordert hatte, als wir durch das Haus und die Treppe hinauf zu Marys Zimmer gingen. Ihr Mann mied das Zimmer. Alles war ordentlich und aufgeräumt, aber heruntergekommen. Wir liefen über einen abgenutzten alten Teppich, vorbei an veralterten Tapeten und Bildern, meist christlicher Art, die eine dicke Staubschicht hatten. Die Belastung und die finanziellen Folgen müssen enorm gewesen sein. Mrs. Stewart hatte seit Marys Tod nicht mehr gearbeitet. Nochmal, das klingt wirklich gemein. Kannst du nicht einfach sagen, dass sie eine harte Zeit hatten, ohne so ins Detail zu gehen? Vielleicht erklären, warum. Fiel es ihr schwer, jemanden gegenüberzutreten? Ihre Hausaufgaben stapelten sich neben ihrem Bett und die Spielsachen und Puppen aus ihrer Kindheit zierten noch Regale. Was jedoch am meisten auffiel, waren ihre Uniformen. Sie hingen noch vorne am Kleiderschrank, bereit für ihre Schicht am Diner am nächsten Tag. Mary war schmal und klein, nur 1,55 Meter groß und unter 45 Kilo. In der Nacht, in der sie entführt wurde, hatte sie keine Chance. Während ich durch die Stadt fuhr, musste ich immer wieder an ihr Zimmer denken. Milton müsste 1995 ein unscheinbarer Ort gewesen sein. Aber jetzt war er fast leblos. Die meisten Gebäude waren mit Brettern vernagelt und die einzigen offenen Läden waren Schnapsgeschäfte, vor denen schon um 11 Uhr morgens Penner standen und tranken. Es war, als wäre die Stadt mit Mary gestorben. Schließlich verblasste Milton in meinem Rückspiegel, während sich das Bild von Marys Uniform in mein Gedächtnis einbrannte. Jetzt gleich Natalie umarmen. Später am nächsten Tag kam ich endlich zu unserem Haus zurück, stolperte über ein Paket, das auf unserer Türschwelle lag. Es war ein brauner Karton und ich hatte keine Ahnung, von wem er war. Hatte Michelle etwas bestellt? Die Neugierde überkam mich und ich nahm es mit ins Haus. Als ich ihn öffnete, fand ich einen alten Kassettenrekorder und 4 Kassetten. Ich hörte mir die erste an. Diese Stimme, unverkennbar. Es war Sherman. Nein. Erwähnen, dass es sich um Interviews handelt? Okay, also ich kann... Kann ich hier denn noch nach links? Nee. Ich kann aber hier auch nicht mehr nach rechts. Nö. Okay, mehr dürfen wir jetzt hier nicht lesen. Okay. Okay, das ist abgeschlossen. Dann können wir uns hoffentlich erstmal kurz in Ruhe hier umsehen. Ich finde diese Puppen so eklig. Bethany. Okay. Also ich war ja eigentlich der Meinung, dass das eine Puppe war. Aber vielleicht ist die Kleine jetzt hier drin. Ich denke zwar eher nicht. Ich denke immer noch, dass es eine Puppe ist, aber... Es war ganz offensichtlich ihr Zimmer. Ich meine, das sieht man. Und sie war sehr traurig. Please stop crying, Mama. Bitte auf zu weinen, Mama. Ui. Überall Blut. Oh. Ich hab so eine Ahnung, was passiert ist. I
ein Geheimnis. Arkansas, diese Woche. Die Leiche der sogenannten Bestie von Arkansas wurde von mutmaßlichen Grabräubern aus ihrem Grab entfernt. Der berüchtigte Serienmörder, dessen richtiger Name Manny Sherman ist, wurde Anfang dieses Monats hingerichtet und seine Überreste auf einen nicht näher bezeichneten Friedhof in Springdale, Arkansas, beigesetzt. Ein ranghoher Polizeisprecher der örtlichen Strafverfolgungsbehörden erklärte auf einer Pressekonferenz: Wir glauben, dass es sich um das Werk vom Serienmörder-Fanatikern handelt und gehen verschiedenen Spuren nach. Wir gehen davon aus, dass mehrere Verdächtige beteiligt sind, schließen aber nicht aus, dass es sich um eine Einzelperson handelt. Obwohl die Ruhestätte nicht bekannt ist, kursieren seit Shermans Hinrichtung Gerüchte in Online-Foren für Serienmörder-Fans. Von der Presse über solche Online-Gruppen befragt, fügte der Sprecher hinzu: Diese Leute, die sich als Fans von Mördern bezeichnen, sind wirklich dumm. Wenn sie sich der verabscheuenswürdigen Details solcher Verbrechen bewusst wären, so wie wir sie in der Strafverfolgung, würden sie ihre Glorifizierung derart abscheulicher Verbrechen überdenken. Die Polizei weigerte sich, den Namen des Friedhofs gegenüber den Medien zu bestätigen. Wir können uns was umsehen, aber das scheint nichts mehr zu sein. Okay, da ist noch was. Oha. Connie. Connie. Finde ich jetzt ein Mädchen oder finde ich hier eine Katze? Kann natürlich auch ein Hund sein. Aber ich denke mal eher, Connie ist der Name eines Mädchens. So. Was hatte ich gesagt? 1999, ne? Ja, 1999. So, der erste Code, den ich sofort gefunden habe. Ja gut, es waren jetzt auch nur zwei Codes in dem Spiel drin. Okay, ich hasse euch. Habe ich das schon mal gesagt? Verschleppt. Ja. Heißt jetzt was? Was soll ich denn dann tun, wenn das passiert? Oh, ich hasse es. Okay, die hängt dahinter. Ja, da müssen wir wohl. Ich wusste es. Ich wusste es. Ja, aber das war doch klar. Shit! Dank. Was zur Hölle ist das? Auch schön, dich zu sehen, Kate. Du lebst noch. Hör mal, ich habe was Neues herausgefunden. Was? Der Kerl auf der Fähre, das war nicht Dumet. Das war Joseph Morello, Verfasser von True Crimes. Hab eins seiner Bücher entdeckt. Was hat er mit all dem zu tun? Keine Ahnung. Hast du Mark gesehen? Nein. Ich habe Dumet gesehen. Er schleicht herum. Scheiße. Was ist das hier alles? Er hat Videoübertragung, Aufnahmegeräte, ein Mischpult für unzählige Mikros.
Er sieht einfach alles. Nicht nur das. Hier kommen Leitungen zusammen, Schalter, Hydraulik, Strom, alles. Von hier aus steuert er das ganze Gebäude. Wie weit geht das runter? Das ist alles verbunden. So spuckt er durch das Haus. Immerhin brauchen wir hier mal keine Taschenlampe. Charlie würde sagen, er hat eine gespaltene Persönlichkeit. Dass er eine Maske trägt, um das, was er tut, einer anderen Person unterzuschieben. Das ist wahrscheinlich nur seine Theorie, weil er nicht damit klarkommt, dass ein Mensch sowas tun kann. Es ist ein Fehler, ihn als Irre abzutun. Er weiß ganz genau, was er da tut. Nur tickt er anders als der Rest von uns. Und das ist nicht irre? Nee, aber das stimmt, was sie sagt. Irre heißt irgendwie außer Kontrolle. Sieh dich doch um. Methodisch, alles. Das ist nicht irre. Nein. Darf ich jetzt endlich mal vorlesen? Danke. Betreff meine... Er trägt die Maske einfach als Teil der Vorstellung. Mich. Kann höchstens sein, dass er sich bei was unsicher ist und dass sie ihm Selbstvertrauen gibt. Unsicher? Wie? Kein Selbstvertrauen? Fühlt er sich auf Partys nicht wohl? Hat ihn seine Mami nicht genug umarmt? Schlechte Erziehung kann durchaus ein Faktor sein. Und ein lausiger Vater mit Sicherheit auch. Oder Onkel. Eigentlich alle Erwachsenen. Mhm. Liest du unsere Unterlagen nicht? Ich kümmere mich um das Licht. Also ich darf ja offenbar hier nichts vorlesen. Bestimmt ist er ein typisches Beispiel. Miese Kindheit, unkontrollierte Wut. Als Erwachsener ist er entweder ein Erfolgsmensch oder ein Sonderling. Nichts dazwischen. Aber es geht hier auf jeden Fall um die Maske, die er immer trägt. Er will eine Machtposition haben. Vor allem über Frauen. Okay, aber warum? Hier ist die Polizei. Mr. Mandel, hier ist die Polizei. Können Sie bitte die Tür öffnen? Mr. Mandel, ich bin Officer Stanley von der Polizei Chicago. Hören Sie mich? Agent Mandel! Fuck! Fuck! Oh! Zentrale, hier spricht Officer Stanley. Ich brauche Unterstützung in die West 15th Street. Bitte um Verstärkung. Ich bin in Agent Mandels Wohnung. Hier ist überall Blut und eine Leiche. Ich brauche sofort Verstärkung. Ich glaube... Okay. Aber ich habe sie endlich mal ruhig bekommen dadurch. Können wir mit dem Zeug hier rauskommen? Nicht lange. Vielleicht können wir die Fenster im Foyer öffnen. Die geht mir wenigstens aus. Er beobachtet uns seit unserer Ankunft. Mark wurde zuletzt im Keller gesehen. Brennofen durchgestrichen. Erin, Stromausfallraum durchgestrichen. Mark Keller, Jamie südlicher Korridor, Kate nördlicher Korridor. Okay. Gott sagen, ist das jetzt so gut, dass ich es hier piepen höre? Da kann man anscheinend gar nicht durch die Teile. Take a look at this. Was ist das? Wir haben ihn sterben sehen. Das war ein Trick? Es gab keinen Hausmeister. Aber da trug jemand eine gelbe Jacke mit unserem Zeug. Das war dann wohl Mr. Dumit. Okay, ich denke mal, dass wir jetzt hier weitergehen sollten. Oder auch nicht sollten, ich weiß es nicht. Also wir können hoch und runter. Oh Gott, ich weiß gar nicht. Okay. Hier ist noch was? Ein Grundriss. Over here. Das hier. Damit bewegt er Wände und macht seine Tricks. Nichts in diesem Drecksloch ist echt. Er kontrolliert alles von hier aus. Das ist eine Mordfabrik. Ja. Wir sollten das gegen ihn verwenden. Okay. Was ist der Plan? Okay, so. Er ist hier drin, ja?
Wir bringen ihn dazu, den Flur lang zu gehen. Und wir schließen vor und hinter ihm die Wände. Dann kann er nicht mehr raus. Steckt fest. Okay. Aber wie willst du ihn dazu bringen, den Flur lang zu gehen? Jemand von uns muss... Köder sein. Nein, keine Chance. Das ist zu riskant, Jamie. Ihn rumlaufen zu lassen auch. Das ist sogar noch gefährlicher. Komm schon. Hier gibt es keine zweiten Chancen. Das ist mein Plan. Ich bin der Köder. Wenn du meinst. Aber wenn du glaubst, es wird nicht klappen, hau verdammt nochmal ab. Einverstanden. Den könnte ich brauchen. Nein, doch nicht du! Sollte er sich zeigen. Hier, nimm ihn. Wenn dich Demet angreift, mach ihn kalt. Nein, die andere soll den noch mitnehmen. Die hat den noch gerade rausgezogen. Och toll, jetzt ist die auch tot. Super. Okay. Nicht sentimental werden. Jetzt wird sie auf jeden Fall erquetscht. Gehen wir es an. Halt dich an den Plan. Natürlich. Wie kommen wir hier raus? Der zweite Stock ist noch nicht fertig. Halt dich bereit. Du musst es genau timen, damit du ihn erwischst, nicht mich. Okay. Na toll. Jetzt oder nie. Sie macht jetzt einen auf Kaninchen. Wird von der Wand erquetscht, weil sie die Wand nicht aufhalten kann. Mein Plan war eigentlich, dass sie das mitnimmt, damit sie die Wand aufhalten kann. Aber nein, die machen mir ständig irgendeinen Strich durch die Rechnung. Es ist zum Kotzen. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass sie das ist, die sagt, den brauche ich noch. Das ist so blöd manchmal gemacht. Komm, lass dich umbringen. Echt. Die Halle runter. Rechts halten. Lass dich einfach umbringen. Wir haben nur noch zwei Leute, die jetzt überhaupt irgendwie überleben. War das auf der Karte? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Uns kann jetzt eh nichts mehr passieren. Wir sind eh tot. Also von daher... Och, das ist doch scheiße, echt. Ich glaube, ich krieg's hin, dass das die erste Folge wird, wo ich tatsächlich alle umbringe. Ganz ehrlich. Ich habe das irgendwie im Gefühl. Fuck! Das müsste ich eigentlich sagen. Aber mir ist jetzt alles egal. Ich weiß jetzt schon, dass ich sterbe. Von daher. Ich kann machen, was ich will. Mehr Räume geplant. Da ist noch was. Sehr schön. Ich glaube übrigens, dass ich weiß, wofür die sind. Ich meine, im Menü kann man die einlösen. Ich habe nämlich mal geguckt. Im Bonusmenü, meine ich, war das. Da kann ich durchgucken, da kann ich wahrscheinlich durchgehen, ne? Ja, dann schauen wir erstmal durch. Wahrscheinlich kommen wir jetzt da hinten gleich durch die Tür. Ich hoffe nur, ich muss nicht laufen. Lass sie das bitte alleine machen, weil... Ich meine, das geht zwar noch, aber... Also ich muss nach links. Aber hier, doch, hier ist was zum Ansehen. Ich bin eh tot. Er steht vorm Stuhl. Maskiert. Also maskiert. Ich hoffe, ich merke mir das. Heißt, er sollte eine Maske aufziehen? Oder heißt das, da kommt irgendwas raus aus der Maske? Und dann stirbt er. Ich
bin mir jetzt nicht so sicher, ehrlich gesagt. Das wollte ich gerade Resident Evil-mäßig hier speichern. Da kam er doch raus. Da kann ich aber nicht rein. Da können wir auch nichts machen. Wir sind eh so gut wie tot. Also ist mir jetzt alles egal. Laufen kann ich auch nicht. Doch, jetzt kann ich wieder laufen. Mist! Jetzt geht's los. Ja, Mädel, du wirst jetzt tot sein. Was denn jetzt? Soll sie schließen oder nicht? Ich hab's geahnt. Nein! Natürlich. Knopf mit einem Umkehrsymbol. Was macht er? Er entscheidet, wer sterben soll. Ich spiele sein Spiel nicht. Ich kann das nicht. Ich mach das nicht. Nein, sie sollte drücken. Tut mir leid. Sie hat doch den Schraubendreher. Der muss doch irgendwas bringen. Scheiße. Also, Schraubendreher, ich weiß nicht. War ein Schraubendreher, glaube ich, was sie hat. Nein, bitte. Ich will nicht sterben. Wie kannst du das nur tun? Brich damit die Tür auf oder so. Jamie, ich will nicht sterben. Nicht so, bitte, nicht so, bitte! Kate. Hey. Oder auch nicht. Was für ein qualvoller Tod aber auch.
Jamie hat Kate per Knopfdruck getötet. Sie waren sich zwar nicht immer ganz einig, aber Jamies Kaltblütigkeit überrascht mich doch. Eine nette Melodie, nicht wahr? Aarons Keine-Angst-Lied. Doch leider wirkungslos. Hat mein Hinweis von vorhin geholfen? Nein. Möchten Sie einen weiteren? Mal sehen, was Sir Arthur dazu sagt. Das ist aus Der Mann mit der entstellten Lippe. Kennen Sie das? Sollten Sie. Ein Freund, dem man vertrauen kann, ist immer nützlich. Und ein Chronist umso mehr. Der letzte Teil klingt ganz nach mir. Fahren Sie ruhig fort. Hoffentlich mögen Sie unsere Gespräche. Ich will nicht einschüchtern, sondern helfen. Ich beobachte, was Sie tun. Wie immer, beobachte voller Spannung.